Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 109. Jeden Freitag 16 Uhr hochgeladen bin ich für euch wieder da. Und wir haben heute ein kleines Video, mal nicht ganz so lang wie es sonst ist, aber es ist ja auch ein kleines mehr oder weniger Sommer-Update oder ein Wochen-Update schon, aber halt im Sommer. Und ich habe viel gebastelt. Ich war viel in der Werkstatt, ich habe viel gemacht. Ich habe mal weniger an den Gleisen geschraubt und weniger Signale gebaut. Ich war mal in der Werkstatt und habe mir Dinge vorgenommen, wie wir es hier im Hintergrund schon sehen, habe mir Dinge vorgenommen, die, wie soll ich denn jetzt sagen, mal wichtig waren, erledigt zu werden, damit ich im Anschluss, wenn ich jetzt mein Gleisstellpult anfange, natürlich entsprechend da auch vorbereitet bin und alles soweit fertig ist, was ich brauche. Und damit ich mich nicht mehr mit Sachen aufhalten muss, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Da kommen wir übrigens auch in der nächsten Woche zu. Da mache ich eine recht interessante Geschichte, die an diese heutige Bastelei anschließen wird. Und zwar betrifft das den zweiten Teil oder dritten Tag, was weiß ich, wie ich eingerichtet habe nachher. Und das war jetzt schön, das war Zukunft, Vergangenheit, naja, egal. Und zwar dieser störende Bereich, denn widme ich mich jetzt mal hier im Anschluss. Darum geht es nämlich auch. Eben habe ich ja lediglich die Griffe angebaut, die übrigens für mich sehr, sehr wichtig waren. Weil, wer sich mal an das Video erinnert, wo ich damals das Gleis kaputt gemacht habe, ich muss im Grunde genommen oder kann jetzt auf beiden Seiten anpacken und das wunderschön hochmachen. Das Gleiche kommt übrigens noch rechts dran, wo die das kleine Abdeckteil ist, das zeige ich euch mal noch. Und natürlich auch an diese Klappe, die ich jetzt hier links baue. Und da musste ich natürlich wieder mal ein bisschen innovativ werden und mir was basteln, wie eben dieses Hölzchen hier. Denn ich konnte da, ich habe mir einige Sachen überlegt. Denke, machst du es wieder mit Magneten fest? Das geht ja eigentlich recht gut. Das hat sich ja irgendwo bewährt. Oder machst du es irgendwie anders fest? Und da blieben mir im Grunde genommen lediglich die Scharniere übrig, die die Tür so ein bisschen abheben, weil man kann es ja nicht um die eigene Achse. Dann würde man sich ja komplett stören, beziehungsweise, das kennt jeder von euch, dann hätte man ja das Problem, dass das Ganze irgendwo lediglich so einen Spalt noch hätte und sowas alles. Und deswegen die Scharniere. Aber ich muss auch noch reingreifen können. Das heißt, die Scharniere, die da geöffnet werden müssen, ich muss da auch noch vorbei, denn direkt dahinter befinden sich meine beiden Hauptschalter. Das heißt, die Hauptschalter für die Eisenbahnanlage. Man sieht es da hinten grau so ein bisschen. Wir kommen nachher, wir blenden noch tiefer oder noch weiter rein. Überhaupt kein Problem. Und da muss ich noch vorbei. Am Anfang war das mal so ein breites Hölzchen. Oder wenn mir mal ein Zug entgleist da unten. Ich komme ja nirgendwo ran. Also ich muss da immer noch mit dem Arm rein. Ich komme da übrigens jetzt ja gut vorbei. Ich komme wirklich fast bis hinten ran. Fast. Es gibt eine Stelle, wo eigentlich nichts passieren sollte, wo auch noch nie was passiert ist. Aber okay, irgendwann ist immer das erste Mal. Irgendwie finde ich auch dann eine Lösung, das da rauszukriegen. Überhaupt kein Problem. Aber ich musste mir natürlich Platz schaffen und ich musste auch hier so ein bisschen rumleimen und rumbasteln, damit das irgendwo mal die Form bekommt, die ich mir vorgestellt habe. Selbst die Strebe, wo ich gerade mit der linken Hand festgehalten habe, die war zu schmal. Hier sehen wir es, ist es schon breiter. Da habe ich was dran gebaut noch und habe das dann verschliffen. Jetzt sehen wir die Scharniere, wie die öffnen sollen sozusagen. Und habe das dann an dieser Stelle dort verschliffen, damit das Ganze natürlich besser irgendwo, Mann, irgendwo ja flach, glatt wird. Denn wenn ich das nachher dann streiche oder beziehungsweise dann mit so lasiere, dann hält doch der Kleber auf den Leimresten gar nicht. Das funktioniert doch gar nicht. Also muss es alles schön flach gemacht werden, platt gemacht werden, damit es funktioniert. Hier sehen wir übrigens die Hauptschalter da hinten. Es geht hauptsächlich um die beiden oberen, die beiden unteren. Das sind die Steckdosen, die ich an- und ausschalten kann. Ich habe über der Anlage, da ist ja oben zu, das wisst ihr ja, ich kann ja auch ein Rollo vorne runter machen, über der Anlage zwei Steckdosen an der Decke mir angebracht. Die sind fast unsichtbar und die kann ich da anschalten. Hier sehen wir den kleinen Schalter übrigens, mit dem ich immer das Rollo runter und hoch rollen kann. Und ja, das ist wichtig, wenn ich das da alles einbaue. Das muss ja noch zugehen. Wir sind ja auf der Innenseite der Anlage. Logischerweise sehen wir gerade das, was man da nicht sieht, wenn das Rollo unten ist. Das ist noch so ein kleines bisschen gebogen, weil das Problem ist,
ich habe es fast nur oben. Ja, weil ich im Grunde genommen, ja, ich baue ja nur, ich komme ja nie dazu, das zuzumachen. Ich mache das mal zu, wenn sich Besuch angekündigt hat, dann mache ich mal das Rollo zu, ansonsten ist das nur oben. Und dann hast du oben, wo das aufgewickelt ist, das hängt nicht mehr so richtig runter. Es muss sich wieder aushängen mit der Zeit, aber das kommt schon noch. Irgendwann ist man ja soweit durch und dann macht man es öfters mal zu und dann ist gut. Überhaupt kein Problem. Hier sehen wir natürlich gerade, wie ich mit meinen dicken Händen versuche, da reinzukommen. Und hier sehen wir auch, warum ich das so bauen musste, damit ich an diesen Schalter rankomme. Klappt übrigens wunderbar. Das, was wir jetzt hier sehen, das wird die Klappe. Ich hatte es ja im letzten Video angekündigt. Da hatte ich ja so ein großes Brett davor gehalten. Habe gesagt, das wird's. Und das ist es. Und hier guckt mal, von wann das ist. VEB Wohnraummöbel Schleiz. Das ist schon antik. Das ist über 30 Jahre alt. Das ist ja schon, meine Herren. Ach, das reicht gar nicht. Diese Schrankwand, in der das ja eingebaut ist, die hatten meine Eltern schon zu meiner Kindheit stehen. Das heißt, ja, ich bin jetzt 50, 51, da weiß man, wie alt das ist. Also das ist 40, 50 Jahre alt. Und das ist super Qualität. Das Furnier, das Echtholzfurnier ist super. Das macht sich richtig, richtig gut. Und damit kann man auch richtig was bewirken. Also das macht schon irgendwo Spaß. Und ja, jetzt habe ich sie eingebaut. Wir sehen, ich habe auch schon diese Zierleisten drumherum gebaut. Die werden natürlich noch in dieser Eichefarbe wie alles auch noch gestrichen. Und das geht gut. Ja, guckt mal, wie die Tür, die federt so richtig schön zu. Und an die Tür, wie ich habe es hier hingeschrieben, an diese Klappe kommt natürlich die Kontrollanzeige. Das bleibt jetzt nicht so ein Holzdingens da, sondern da kommt die Kontrollanzeigen später ran. Ich habe es schon dran. Ich zeige es euch in der nächsten Woche. Und da kann man, oder wer bei mir auf Instagram war, der hat es schon sehen können. Und jetzt zeige ich bloß, wie es im Grunde genommen dahinter gebaut wird. Da kommt jetzt so eine Art, ja, dieses Vierkantholz kommt da jetzt hin, dann wird es hinten zugemacht, dann kommt da später so ein abnehmbarer Felsen hin und. Da wird einiges noch gebaut, ist ja logisch, bleibt ja nicht so eine kahle Stelle da vorne. Und abnehmbar deswegen, weil ja der Berg, der würde ja auf das Modul ist ja da, wo der Griff da dran ist, ne? Das ist ja das abnehmbare Modul, das Tauschmodul. Und ja, deswegen muss der Berg abnehmbar sein, sonst kann ich ja die Klappe nicht aufmachen. Hier sehen wir nochmal auf der rechten Seite, wie ich da noch diese Stelle endlich unterfüttert habe. Aus dem letzten Video, wo ich sage, das Gleis schwebt. Das ist da hinten, wo meine Hand gerade ist. Und da kommt das sozusagen drunter. Das ist überhaupt nichts Großartiges jetzt. Ich habe da Hartschaum genommen mit Heißleim. Ich habe da ein bisschen was ausgekerbt für diese Hölzchen da hinten, die Kabel tragen und so weiter. Und pappe das jetzt im Grunde genommen da lediglich dran. Und mehr hat das noch nichts zu tun. Vorne die gerade Kante, die wir da sehen, die bleibt natürlich nicht so gerade. Das ist wirklich nur jetzt, dass es da ist. Das wird noch in Form gebracht, das wird noch eingeschnitten. Hier habe ich es auch nochmal hingeschrieben, für die, die meinen Ton ausgeschaltet haben, weil ich zu viel quatsche. Und auch hinten rechts, jetzt da, wo der Bogen ist, das wird alles noch schön zugemacht. Das ist wirklich nur für mich jetzt, damit ich erstmal zu habe, damit ich weiß, aha, so kann ich weiterbauen, denn da kommt ja noch so eine Art Berg da hinten hin und Hügelchen mehr oder weniger. Ich wurde im letzten Video übrigens gebeten, dieses, jetzt habe ich gerade ganz entsetzt geguckt, aber jetzt wurde ich gebeten, die Signale mal zu zeigen, die ich verwendet habe in letzter Woche. Hier habe ich zwei ältere Bilder, die verwende ich dafür. Das kann ich euch mal zeigen, wie die von Namen aussehen. Darum wurde ich gebeten. Hier sind sie. Hier habe ich mein soll erfüllt. Nein, Quatsch. Ich habe die damals bemalt. Man sieht, die Farbe ist noch feucht. Aber ja, ich finde sie nett. Mir gefallen sie. Mir reichen sie völlig aus. Und wenn man sich überlegt, wie klein die eigentlich sind und wie groß man sie hier sieht, das passt schon. Alles klar, dann würde ich sagen, macht's schön gut für diese Woche. Es war ein kurzes Video. Wir haben Sommer. In der nächsten Woche geht's weiter. Ich habe schon wieder viel aufgenommen. Dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Euer Uli aka Aquapainter. Tschüss.